Prominente Gäste waren heute bei uns im Untersuchungsausschuss zum Desaster der zweiten Stammstrecke hier im Bayerischen Landtag. Zwei Bundesverkehrsminister, der amtierende Volker Wissing und sein Vorgänger Andi Scheuer. Zunächst hat der Andi Scheuer riesige Gedächtnislücken offenbart, fast so groß wie die Löcher der zweiten Stammstrecke. Er konnte sich nicht mehr an vieles nicht mehr erinnern, weil es ja schon 2, 3 Jahre zurückliegt, ein unfassbar langer Zeitraum anscheinend. Und er hat insbesondere sich nicht erinnern können, dass ein Brief von der Kerstin Schreier, der bayerischen damaligen Amtskollegin, eingegangen ist bei ihm, dem Alarm geschlagen wurde. Die Kosten laufen davon, die Zeitpläne laufen aus dem Ruder. Davon will er nichts gewusst haben und auch nicht, dass er am Tag vorher mit der Kerstin Schreier telefoniert hat. Sehr interessant war dann danach die Richtigstellung durch seinen Amtsnachfolger. Der Volker Wissing konnte nämlich anhand der Akten vorlegen und klarstellen, dass der Brief sehr wohl eingegangen ist beim Bundesverkehrsministerium und dass das Telefonat stattgefunden hat zwischen bayerischer Verkehrsministerin und Bundesverkehrsminister, weil dazu ein Aktenvermerk angefangen ist. Also ich kann mir das nicht anders erklären, als dass der Andi Scheuer hier die Unwahrheit dem Bayerischen Landtag gesagt hat. Umso interessanter waren dann aber die klaren und guten Aussagen vom Bundesverkehrsminister Wissing, der klargelegt hat, dass die CSU und die bayerische Staatsregierung schuld ist an dem Schlamassel der Stammstrecke und dass es die Kosten für dieses aus dem Ruder laufenden Projekt wohl selber tragen muss, soweit es nicht wirtschaftlich förderfähig ist. Der Bund wird das finanzieren, was er zugesagt hat und was wirtschaftlich ist. Alles andere ist ein bayerisches Problem. Leider ist das so. Wir sehen, die CSU hat uns hier in ein sehr großes, sehr tiefes Milliardengrab hineingeritten und wir Steuerzahlerinnen und Steuerzahler werden die Zeche bezahlen müssen, wenn wir nicht schnell umschwenken und das Projekt ändern.